ist gekommen, an dem der Holy Shrub seine Macht zurückerlangt. Dabei ist der Roman. Hallo Roman, wo bist du? Hallo. Ach da, hallo Roman. Heute werden wir nämlich den Holy Shrub hier festhalten. Ich merke, du bist heute top motiviert, oder? Super toll. Ich bin top motiviert. Das ist sehr gut. Hallo. Guck mal, komm her. Warte, wir müssen jetzt erstmal, wir müssen das erst epischer machen. Warte, komm her. Komm her, wir müssen das so dim, dim, dim. Der Tag der Tage ist gekommen. Hä, soll ich dir der nicht Holy Shrub wird... Was willst du? Ich versuche das hier... Soll ich der den Holy Shrub... Shrub da, 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 da. What the fish? Wann geht das? Da, 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 da. Guck, und das ist jetzt der... Das ist jetzt der, das ist der böse Shrub, weißt du? Der ist immer verkehrt rum, weißt du, wie ich meine? Ah. So, und das ist der Holy Shrub, der zeigt... Oh, er spinnt! Und das ist der Beyblade! Er rastet aus, das ist der Beyblade! Wie rum ist er denn jetzt so? Der Holy Shrub muss nach oben zeigen, Leute, weil der zeigt dann in Richtung Himmel, in Richtung Glück, ja? So, aber ich begrüße euch jetzt erstmal zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Atmos. Ich weiß nicht, wo ich habe den Eimer, habe ich hier, glaube ich, reingeklöppelt. Hier, guck, komm rein in den Chat. Okay, wir haben in der letzten Folge bei Roman Romanski haben wir nämlich eine wunderschöne Insel hier nämlich entdeckt, also beziehungsweise die haben wir schon bei mir entdeckt, ja, für die Leute, die die Folge nicht gesehen haben, müssen sich das unbedingt nochmal angucken, ja, wir haben diese hier, wir haben das hier ein bisschen genauer entdeckt hier, ne, da haben wir nämlich ein kleines Lagerfeuer gefunden, dann haben wir, Alter, ich muss hier richtig aufpassen, nimm mal ein bisschen Obsidian, Roman. Obsidian? Vielleicht können wir sogar mit Obsidian eventuell Dings hier machen, uns ein Enchantment-Table oder sowas, oder? Enchantment-Table, aber ich glaube, man braucht nochmal... Ja, ja, genau, aber ich habe ein Dia, habe ich einfach verplempert, Roman, Ich glaube, man braucht irgendwie sogar mehr jetzt. Ich glaube, das Rezept hat sich sogar geändert. Ich kenne nur noch das alte Rezept. Ich glaube, vielleicht brauchst du sogar drei oder sowas. Ja, ich glaube auch, das hat sich, glaube ich, geändert. Ich bin mir aber auch nicht mehr so ganz sicher. Leute, wie gesagt, wir spielen eigentlich immer mit anderen Versionen, 1.7 und sowas, deswegen sind wir ein bisschen in den Neuzeit-Noobs, ja. Ist aber nicht so schlimm. Wir geben unser Bestes. Du bist auch in der Allzeit-Noob. Lass mich in Ruhe, du stinkst. Lass mich einfach in Ruhe. Oh, danke, dass du das jetzt endlich mal weggemacht hast. Das hat mega genervt. So, und was das für Kostüme sind, Leute, das werde ich euch nicht verraten. Ihr könnt bei Roman die Folge gucken, da werdet ihr das auf jeden Fall ein bisschen genauer erklärt bekommen. Definitiv. Dann haben wir hier hinten nochmal diese Insel entdeckt. Dort waren, glaube ich, nochmal irgendwie Dias, hast du gesagt, ne? Damit hat sich Roman jetzt eine Pieks-Ex gemacht hier, ne? Hast du Pieks-Ex? Piekst du damit die Leute eine Pieks-Ex? Willst du eine Eisen-Pieks-Ex? Komm. Du hast die... Der Master Chief bekommt die Diamond Pickaxe und der Lars oder so, der kriegt die Eisen Pickaxe. Warum hast du meine Pickaxe gehabt? Weiß ich nicht, warum bist du ich? Warum mag ich Affen und Bananen? Ich weiß es nicht. Okay, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Bonus-Chest nochmal irgendwo hinstellen, damit die hier nicht die ganze Zeit irgendwie... Bonus-Chest! Ah, ich weiß nicht. Ich würde sogar sagen, warte mal, ich gehe mal kurz nach hier unten. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein kurzes Dingens hier. So, machen wir das hier mal kurz alles weg hier unten. Was wollen wir unten machen? Wir müssten eigentlich hier unten nochmal gucken, ob hier unten eventuell nochmal das Gold ist. Weißt du, wir haben jetzt auf jeder Insel haben wir jetzt bis jetzt Gold. Das Gold haben wir dort gefunden, das Gold haben wir auf der Insel, auf dieser Mo-Insel da. Was war das für eine Insel? Wie heißt die? Ich glaube, wir haben bisher überall gefunden, Mann. Ja, außer hier unten, Mann. Ich bin jetzt gerade noch hier unten und ich suche mal jetzt hier, ob wir das Gold... Oh, hier ist ein Diamond! Hier sind mehr, hier sind sogar mehr Diamonds. Wo bist du denn überhaupt? Hier unten, ich bin unten an der Insel, unten. Und hallo, hier. Diamantos, 3 Stück, zack, boom, bam. Das sind jetzt alles meine hier. Alles meins. Sehr gut. Roman, wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen heute wieder hier rausgesucht, die wir heute beantworten wollten. Für unsere lieben Zuschauer. So. Wir sind übrigens 9 Diamanten. Wir sind 9 Diamanten im Rückstand, aber da könnt ihr euch bei www.youtube/aerosul.de bedanken. Also, pass auf. Die meisten Leute fragen uns immer eine ganz besondere Frage. Und zwar auch eine sehr berechtigte Frage. Und zwar fragen sie sich, was sich denn YouTuber eigentlich so als Jahresziele setzen. Ja? Neues Jahr, neues Glück, sagen die meisten Menschen. Aber was wünscht sich denn der YouTuber im neuesten Jahr? Beantworten Sie die Frage möglichst genau. Also, ich möchte für meine Jahresvorsätze 2018. ich wünsche mir eigentlich für das Jahr 2018 gesund zu bleiben und weiterhin Videos machen zu... Was war? Was ist passiert? Was ist passiert, Roman? Du bist... Hör auf, da rumzuhüpfen die ganze Zeit! Bitte schlag mich nicht. Bitte. Hör auf, ich schlag dich nicht, weil ich weiß nämlich, dass du die Dia-Pickaxe hast und dann sind wir wieder Diamanten im Rückstand und ich will nicht der... Ich will... Was? Hä? Ja, willst du runterfallen?
Na komm, komm, trau dich doch einfach mal. Guck mal hier draußen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich kenne dich nicht. Ja, mein Jahresvorsatz ist erstmal gesund zu bleiben und weiterhin schön Videos zu machen und sowas. Und vielleicht irgendwann mal 1 Million Abonnenten zu knacken. Natürlich wäre das schön, wenn es dir sofort passieren würde, aber naja, was soll ich sagen, ne? Dein Ziel ist es jetzt, auf die 2 Millionen zu kommen, ne? Oder? 10 Millionen. 10 Milliarden? Milliarden, Billionen? 10 Milliarden Abonnenten. 10 Billionen Milliarden. Man sollte seine Ziele immer ganz unten halten und deswegen sage ich, deswegen sage ich realistisch. Realistisch ist es 1 Billion Zilliarden. Es ist eigentlich noch recht realistisch gehalten. Alle Menschen, Aliens und Hunde und Katzen meine Videos gucken. Alle. Ja, und die sollen alle diese Videos gucken. Das ist mein Ziel und das möchte ich gerne in einem Jahr schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich sauer und sauer. Dann bin ich sauer, dann ziehe ich das nicht durch. Aber dann nächstes Jahr auf jeden Fall. Irgendwann werden mir schon Hunde zuschauen, das schwöre ich euch. Jetzt eine weitere Frage, weil die meisten Leute fragen nämlich super viele Fragen. Zum Beispiel, kann ich deine Handynummer haben? Was würdest du zu dieser Frage sagen, wenn jemand dich fragt, kann ich deine Handynummer haben? Gibst du dann deine Handynummer dem fremden Menschen, den du nicht kennst, einfach weiter? Oder was würdest du in dieser Situation tun? Also natürlich, also bei mir ist es häufiger schon passiert, dass ich häufig mal nach meiner Handynummer gefragt wurde. Nee, Leute, das geht nicht. Also keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was sich manche da denken oder sowas. Ich meine, es ist ja ganz cool, so vom Lieblings-YouTuber da so mit dem halt einen engeren Kontakt zu haben. Aber Leute, man muss halt immer bedenken, dass es für uns ist es so, ich weiß nicht, Roman, erklär mal. Es ist so, pass auf, wenn man auf der Straße angesprochen wird von einem Menschen, hast du zufällig noch einen Cobblestone? Ich habe definitiv 25 Cobblestones für dich. Danke. Ah nee, das sind erstmal behalte ich. Erklär du das noch mal. Fall, wenn man auf der Straße angesprochen wird, ne, man kennt sich nicht, aber derjenige, der erkennt einen, weil man halt eben die Videos schaut, kann man halt eben nicht einfach so die Handynummer weitergeben, weil, stellt euch mal vor, wenn wir jetzt einfach mal nur die Klickzahl betrachten, die jetzt dieses Video von Lars gerade hat, ne, und jeder fünfte nur oder jeder zehnte von diesen Klicks, ja, uns irgendwie einmal anrufen würde, dann würde einfach unser Handy explodieren, ja, und deswegen funktioniert das einfach gar nicht, weil es einfach inzwischen zu viele Leute sind. Ganz genau. Und das Problem ist halt auch so, ich meine, es ist halt irgendwo auch noch so, dass man seine Privatsphäre gerne haben möchte. Ach was, nein. Ich möchte ja irgendwie noch so wenigstens an meinem Handy meine Privatsphäre haben. Ja, da ruft nämlich da ruft dann meine Familie an, da ruft meine Mama an, mein Papa ruft da drauf an, ja. Der Roman ruft da drauf an. Lars, komm endlich aus dem Bett raus, wir müssen da aufnehmen. Aber wenn dann irgendwie auch noch Zuschauer oder sowas dann da drauf anrufen und sowas, das ist dann ein bisschen zu viel, glaube ich, ne? Das ist dann wirklich tatsächlich ein bisschen zu viel. Was glaubst du, wenn ein Zuschauer dich anrufen würde, was würde der Zuschauer dann zu dir sagen? Wollen wir Reclaim aufnehmen? Ich glaube, die meisten würden einfach nur anrufen und sagen, ey, es ist 13 Uhr. Wo ist das Video? Stimmt halt echt, genau. Ja. Stell dir mal vor, du bist gerade noch am Aufnehmen und voll verspätet und so und dann kriegst du noch so... Ja, Alter, ich hasse dieses Vibrationsgeräusch. Ja, ich aber auch. Ich auch. Das ist so mein Hassgeräusch, wirklich. Ich hasse, weißt du, was ich auch hasse? Den Wecker jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ne? Jeden Morgen so, das tut weh. Ich hasse, ich weiß, was ich hasse für ein Geräusch? Was hast du? Den Klang deiner Stimme. Ich bin vor dir drauf. Oh, Alter, ist das krass. Oh mein Gott. Boah, ist krass. Oh, hier ist Julia von 92 2017 RIP. Okay. Mein Bild. Ich habe das, glaube ich, ist es weg? Dahinter? Okay, anscheinend ist sie irgendwie ja gestorben oder sowas. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht echt. Das ist ein Grab oder sowas. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht echt gemeint oder sowas. Ne? Das wäre ja schon traurig. Aber wir gucken mal rein. Oh, anscheinend sind hier Kohleminen. Also ich denke mal, dass hier irgendwie... Das ist eine Kohlemine! Das ist ein Quest! Eins Quest ist das hier. Eins Quest. Ist es eine Coal Mine? Ist es eine Quest gewesen? Da steht doch auf Area Coal Mine. Oh mein Gott, ich habe eine Kohle verloren. Hast du die Kohle verloren? Du hast die Kohle verloren. Ich habe eine verloren. Eine nur. Eine ist nicht schlimm, weißt du? Und was mit 5? Was tust du hier gerade? Ich habe Karotten abgefarmt. Und oh, ich dachte gerade, das hat sich angehört, als hättest du TNT gesetzt irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Stimmt! Wenn man Karotten und alles irgendwie so aberntet, dann hat das gleiche Geräusch, als wenn man TNT platziert. Tja. Lars, du bist eigentlich ein sehr, sehr schlauer und gut aussehender Typ. Oh, danke! Spaß, gell, so am Ende. Spaß, du siehst dumm aus. Ja, das nenne ich mal richtig nette Freundschaft. Ach, das ist ja eine Wahnsinne. Ey, wir können jetzt mit dem Sand können wir Fenster machen. Weißt Stimmt, du? Stimmt, wir haben jetzt endlich Sand. Und jetzt können wir endlich Fenster bauen. Hier ist eine Kiste, ich habe eine Kiste gefunden. Wo ist eine Kiste? Hier oben in dem Sand.
Eine Kiste der Kisten. Sandkiste? Warte, vielleicht finden wir sogar nochmal hier den wunderschönen, warte. So, vielleicht kannst du jetzt nochmal eine Frage vorlesen, eventuell. Eine Dankeschön für den, Frage vielen Dank für den Beitrag. Findet sich natürlich hier, und zwar, wenn du ein Tier wären. Ja? Oh mein Gott, Roman! Tier würdest du sein? Ich wäre gerne ein Affe. Oh mein Gott! Roman? Roman! Okay. Weißt du, ich habe das gefunden, ich bin so voll schockiert, weißt du, und dann kommst du einfach. Du ich bin in Hawaii gewesen, Mama. Hör jetzt auf zu lachen. Ich werde, du findest mich niemals mit meinem gesamten Dings. Alter, weißt du, was wir auch mal machen können? Wir können mal Verstecken spielen hier auf unserer Map irgendwann mal, wenn wir irgendwie mal weit genug sind. Stimmt! Können wir eigentlich echt mal machen. Können wir mal Verstecken spielen, eine kleine Folge. Falls die Leute da Bock drauf haben, können sie mir natürlich gerne das in die Kommentare schreiben unter www.youtube.com. Ne? Das ist mein Kanal, aber die Leute können es bei dir in die Kommentare schreiben. Okay. Oh Mann, ich sollte aufhören mit diesem Grunzen, Mann. Weißt du, das Problem ist bei mir, ich lache ja wirklich so. Also bei mir ist es ja nicht gespielt. Ja, ich lache wirklich so. Wenn ich wirklich lache. Nee, ich spiele das. Also ich lache mit Grunzen eigentlich gar nicht. Also ich schon, weißt du. Das ist so das Problem. Und dann denken immer die Leute so, ich will die irgendwie so, weißt du. Und dann, aber wenn ich kann nichts dafür. Ein Grunzscherz. Ich kann nichts dafür. Oh mein Gott, hier geht's runter. Ey, ich finde hier kein Dings. Ich finde hier kein, gleich sei es dir, das Ding ins Ziel. Dann werden wir das einfach in der nächsten Folge suchen. Verstehst du das denn nicht? Ja, ist ja okay, man. What do you want from me? Okay, wo hast du die ganzen Dias hin? Da lass die mal jetzt dingsen. Dann darfst du ausnahmsweise in der nächsten Folge hier den ganzen Krimskrams wegdingsen. Okay, pass auf. Komm her. Hier. Oh. Dein Anteil. Oh, das ist toll. Warte, und dann so abzüglich des. Oh, ich hab's noch. Hab ich das gekriegt? Ich hab noch gekriegt. Ja, abzüglich des, abzüglich meiner Anwesenheit. Du kriegst die Experience von dem Diamond Block, den du abpasst. Oh Mann, die Hälfte der Experience. Okay, pass auf, wenn du jetzt. Was wolltest du? Wir haben doch Dings. Ja, wenn du ein Tier sein würdest, tun wollen, welches wärst du dann? Wenn du ich wäre gerne ein Affe. Und was wärst du? Ich? Ich wäre eine fiese Schlange. Oha. Echt jetzt? Wärst du gerne eine Schlange? Nein, ich wäre überhaupt nicht gerne Schlange. Ich glaube, ich wäre gerne ein Delfin. Delfine sind süß. Delfine sind cool, ja, das stimmt. Und dann könntest du Rückwärtssaltos machen, Wusstest du, dass Delfine auch richtig schlau sind? Also so richtig, richtig schlau. Hier ist das Gold. Easy. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich bin fast runtergegangen. Alter, ich habe gerade so einen Schock. Ich habe so einen Schock gekriegt. Okay, das prima, Grund, Ballerina. Warum ich das Diamond habe, Mann. Wo ist das Iron hin? Super duper toll. Was? Iron? Das habe ich nicht genommen. Das habe ich nicht rausgenommen. Keine Ahnung, kein Bock. Ja, ich hab mir gedacht. Hä? Du hast das Iron genommen. Ich hab das nicht. Okay. Sehr gut. Okay, prima. Da haben wir jetzt heute auf jeden Fall schon mal einiges geschafft, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, lasst einfach mal 1 Million Daumen nach oben da, wenn der folgt Roman... Folgt uns auf jeden Fall auch auf Twitter und Instagram, falls ihr sehen wollt, was wir dabei machen. Okay, sehen wir uns auf Instagram hoffentlich wieder und ich sag jetzt einfach mal hier an dieser Stelle tschüss und...